So, dann bringen wir mal den Vertrag, damit die erste Gruppe sich da zurückzieht. Ich hoffe, meine Charaktere haben sich wieder umgezogen. Ansonsten muss ich das jetzt wieder manuell machen. Natürlich trägt er immer noch die Verkleidung und nicht seine eigentliche Rüstung. Dort ist den an. Und du hattest, glaube ich... die griechische Robe an. Erfreut oder zögerlich ist die Moral, die angezeigt wird in der Gruppe. Also, wie die mich finden. Strategos, habt ihr neue Kunde? Ich glaube, ihr wolltet das hier. Schauen wir uns das an. Ein grausames, zweifelhaftes Abkommen zwischen zwei machtgierigen Männern. Hab Dank. Dieses Dokument wird in Kürze in einem dieser Kohlebecken brennen. Wenn Apollon mit uns ist, wird niemand jemals davon erfahren, dass es existierte. Es war mir eine Freude, beim Erhalt des nachbarlichen Friedens zwischen Troas und Mysia zu helfen. Eure tugendhafte Tat wird natürlich belohnt werden. Unsere Truppen werden sich aus der Belagerung von Kyzikos zurückziehen. Ohne uns wird Troas sich zurückziehen. Und Mithridates wird gezwungen sein, die Belagerung abzubrechen. Ich wünsche euch alles Gute mit euren neuen Pflichten. Vielleicht besuche ich euch ab und an mal. Ihr werdet immer in Mysia willkommen sein, solange ich herrsche. Neue Trophäe und Statussymbol freigeschaltet. Beschützen. Der komplette direkte Schaden, den ein verbündetes angrenzendes Ziel erhält, wird halbiert und zwischen euch und dem Ziel aufgeteilt. Rüstung und Widerstandswürfe werden einzeln berechnet. 20% Chance, einen negativen Statuseffekt direkt zu heilen. Schildwall wirkt erschöpft auf selbst, verliere alle Ränge in Stärke, kann zu Beginn des Zuges keine Schildstärke zurückerhalten. Das könnte sogar in manchen Situationen praktisch sein. Dieser Stoff ist wirklich sehr weich. Sollt ihr nach Troas kommen, fragt nach dem Verräter Cassius. Muss ich gleich mal gucken, wo das war. Bewegt euch, Leute, seid schneller. Oh. Müssen ja noch Leiter laufen. Oh, und dann warten sie erstmal alle, bis alle die Leiter geklettert sind. Das sind Sachen, da fragst du einfach, es hätte bestimmt bessere Lösungen dafür geben können. Aber deshalb ist im Spiel auch eine Spitzenwertung.
verwehrt gewesen, also geblieben, auch wenn sonst alles gut ist. Aber es gibt einfach immer so ein paar Sachen, wo du denkst, wieso? Moment, ich habe gesehen, dass da ein Mensch läuft. Es ist bisher ein recht ereignisloser Tag gewesen. Bis der Pfad, dem ihr gefolgt seid, auf einmal von dichter Vegetation verschluckt wird. Ihr fragt euren Prätorianer um Rat. Gemeinsam entscheidet ihr euch, weiter vorzurücken, denn umzukehren würde euch einen Tag oder mehr kosten. Natürlich ist die Wildnis hier nicht einfach nur eine Wildnis. Schon bald ist ein schnappendes Geräusch zu vernehmen, gefolgt von einem Schmerzensschrei. Arpineus ist in eine alte Jagdfalle getreten. Seine Freunde befreien ihn mit Leichtigkeit von der Falle. Die Verletzung sieht nicht allzu schlimm aus, aber es ist klar, dass sein Bein mehr als nur einen Verband brauchen wird. Offenbar gibt es für euch keine Pausen. Komisch. Das war vorhin das Jagdgebiet, deshalb habe ich nur Ressourcen bekommen. Ich mal den Vorposten hier. Ja, nehme ich lieber dich. Uomo do copias ponere debemus. Geschützte Flanken, damit die Chance reduziert wird, dass der einen draufkriegt. So, werf Pillars. Unum ex nostris manipel victus est. Contendite vestra sponte. Pugna victa est. Nee, ihr müsst sie verfolgen, damit die Armee zerstört wird. Okay. Lancea. Sehr gut. Sektor ist nicht befriedet. Na, weg da.
setzt eine Masse an Sklaven ein, um das Monopol über die Infrastruktur der Region zu erlangen. Das wird euch erlauben, Handel und Kommunikation zu kontrollieren. Also gibt es hier keine Quest. Doch, dieser Region fehlt es an Infrastruktur. Ihr könnt eure Legion befehlen, hier auszuhelfen, um das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen. Oder so. Dann geht das ja doch. Wir müssen nur 11 Stunden hier rumhantieren. Ihr habt auf euren Reisen durch die sonnenverbrannte Landschaft von Asia Minor immer wieder Gerüchte und Geschichten über einen Priester gehört, von dem einige behaupten, dass er von den Göttern Visionen erhalte. Heute ist euch aufgefallen, dass ihr in der Nähe des Ortes seid, an dem der Priester leben soll. Eure eher spirituell veranlagten Prätorianer bitten euch, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen und mit dem Mann zu reden. Der Name des Priesters ist Avaris. Seine Akolyten begrüßen euch mit großem Respekt und bringen euch zu der wunderschön verzierten Höhle, in der er lebt. Seltsamerweise scheint Avaris selbst nicht überrascht davon, euch zu sehen. Er hatte euch erwartet, sagt er. Er hatte in der Nacht eine Vision, dass eine große, dunkle Masse sich im Osten erhebe und unaufhaltsam die Berge hinab auf Kizikos zurolle. Das kann nur eines bedeuten. Eine von Mithridates verbündeten Armeen will Kizikos zurückerobern. Ein Hinterhalt für 200 Dinar. Es ist unerwartet, aber der Akolyt des Priesters kann eine Söldnergruppe empfehlen, die willens und fähig wäre, solch eine Mission auszuführen. Offenbar hat dieser Priester versteckte Qualitäten. Ihr übergibt ihm das Geld und er versichert euch, dass die Aufgabe zügig ausgeführt wird. Kizikos wird von der dortigen Garnison bereits gut verteidigt. Hoffentlich werden eure Vorbereitungen zu den Legionari helfen, die Kontrolle über die Region zu behalten. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich hab's auch irgendwie kaputt gemacht. Eure Zutaten für einen Außenposten ist abgeschlossen. Der Charakter wird abwesend bleiben, bis ihr zum Außenposten zurückkehrt, um ihn abzuholen. Und da fällt mir auch noch ein, ich sollte auch meine Ausrüstung mal wieder auffrischen. Nacken bringen mich um. Ave Legate. Ein paar wohlhabend aussehende... Wann fängt eure nächste Schicht an? Ich habe keinen Wachdienst. Wir haben ihnen gestattet, in eurem Zelt auf euch zu warten. Wie habt ihr euch das eingehandelt? Aber. Ich habe mir eine Ration zu viel genommen. Ihr Narr. Ach so, weil Dolch ist, nee. Dann nimmst du den. Meine auch und dazu noch leichte Kopfschmerzen. Ich habe vorhin eine Tablette genommen. Achso, der Basisschaden ist um 1 erhöht hier. Endlich jemand mit Entscheidungsgewalt.
ruhmreicher Kommandant der Römer. Mein Name ist Athanasios. Ich bin hier, um euch ein sehr lukratives Geschäft vorzuschlagen. Über was genau reden wir hier? Ich wurde darüber informiert, dass ihr einen Überschuss an Gefangenen habt. Hier ist mein Angebot. Verkauft sie an mich und ich werde euch reich entlohnen. Warum glaubt ihr, dass ich euer Geld brauche? Nicht nur ihr, jeder braucht Geld. Und eure Gefangenen müssen euch doch auf der Tasche liegen. Ihr müsst sie ja immerhin füttern. Und ich fürchte, dass ihr sie am Ende doch exekutieren müsst. Oder ihr verkauft sie mir. Sie zu töten wäre doch eine Verschwendung, meint ihr nicht? Was habt ihr mit ihnen vor? Ich werde sie natürlich weiterverkaufen. Viele Menschen brauchen Servi und Soldaten in guter Verfassung. Was sollte ich sonst mit ihnen tun, sie in Essig einlegen? Ja, oder sie unseren Feinden verkaufen. Guter Punkt. Ich schwöre euch, dass ich sie nicht euren Feinden verkaufen werde. Die Servi werden in Rom verkauft werden. Warum sollte ich euch meine Gefangenen verkaufen? Weil ich euch den besten Preis machen werde, den ihr bekommen werdet, und weil alle anderen es nicht wagen zu fragen. Und wie stellt ihr es an, den höchsten Preis zu bezahlen? Ich kaufe die besten Produkte und ich verkaufe die besten Produkte. Das generiert sehr viel Profit. Dann sag mir, wie der Handel aussehen soll. Ich und meine Geschäftspartner zahlen euch eine feste Gebühr für das Besitzrecht über all eure Gefangenen, die jetzigen und die zukünftigen. Alle 2 Wochen holen wir die Lieferung ab. Wie klingt das? Hervorragend, ihr habt eine weise Entscheidung getroffen. Meine Leute werden euch wie vereinbart regelmäßig aufsuchen. Bin ich mal gierig. Von mir persönlich werdet ihr nicht mehr hören. Habt einen guten Tag. Lass ein Prätorianer hier, um seine Zustimmung auf abgestoßen zu heben, wenn sie darunter gesunken ist. Verbessern, um die Schwelle auf missgestimmt zu heben. Ich hatte jetzt nur ein bisschen Sorge, dass er hier verkauft wird. Natürlich war es unbegründet. Aber es kommt hier doch gar keine Angriffsarmee. Also jedenfalls wird hier oben... Ah doch, es steht, dass ich angegriffen werde. Irgendwann. Breche die Mission also nochmal ab. Ein umgestürzter Baum. Holt Bauholz. Wobei, wir werden jetzt doch bestimmt angegriffen. Sieh an. Oh, was Soldaten. Haben wir denn hier? Ich glaube, wir werden bald befördert, Freunde. Einer braucht Heilung. Also der wird doch behandelt. Nicht wundern, ich habe die Farben verändert meiner Legion.
entkommt aus dem Hinterhalt. Warum ist eigentlich alles immer ein Hinterhalt? Gibt's keine frontalen Kämpfe? Es gibt noch mehr, wo das herkam. Genau, hau dir mal kurz weg, dann gehst du wieder zurück. Du hast ja eine weitere Aktion dadurch gewonnen und dann machst du dir Logistikbonus. Sechs Felder. Wir verschanzen uns da oben. Oh, er kann über den Baum hüpfen. Was ist das für ein Unsinn? Macht sie nieder, zeigt keine Gnade! Ich kann nicht über den Baum gehen. Der hat sich nicht zurückbewegt. Kommt! Hier lang! Ich sehe sie. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. Oh. Okay, jetzt habe ich das irgendwie doppelt gemoppelt, was keinen Vorteil gebracht hat. Hilfe! Jetzt zurück mit euch in den Kampf! Seht ihr nicht, dass ich hier in der Klemme stecke? Das ist gar nicht so schlimm. Hä? Wo sind meine anderen Reaktionsschüsse? Formiert euch! Wir greifen sie gemeinsam an! Eigentlich haben die vier Reaktionsschüsse zusammen gehabt. Thank you.
Darf ich um etwas Hilfe bitten? So, schlag den mal zu Boden. Aber was jetzt nur wegen dem Rauch? Meinem Finger. Ja, ihr werdet wieder gesund. Kannst hier nicht sehen. Ja, ist wegen dem Rauch, ey. Wie hoch soll der denn gehen? Für euer Land! Oder ihr werdet als Sklave in Rom sterben! Geh mir richtig auf die Nerven. Danke. Na komm, nochmal. So, brech jetzt dein Schild. Nee, ich mache nämlich gar nichts. Falscher Pfeil. Nicht schlimm. Du blockst weiter da oben. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Thank you.
kommt hier überall nicht ran. Ja, wenn Wasser helfen würde dabei, das wäre mal was. Irgendwas, was Rauch verschwinden lässt. Minus 25 Schaden. Ist natürlich überhaupt nicht toll. Immer schön, wenn die Leute, wenn die an der Ecke stehen, tanzen mit dem Fuß. Tück, 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 tück. Egal, welchen ich angreife. Beides Kacke. Obwohl mit Crit. Kannst du an den rangehen? Kannst du mit dem hinterhältigen Angriff den sogar noch ausschalten. Guten Abend, Pepe. Im Chat. Kriegen wir noch beide weg. Aus Versehen wieder durch ein Ding gelaufen und hast die Blutung abbekommen. Kein dauerhafter Schaden. Heilt euch mal gegenseitig. Das habe ich fast gespürt. Ach, da steht ja auch noch einer. Nur noch einer! Kommt schon! Wir schaffen das! Kannst nicht da hochgehen, ohne in die Falle zu laufen. Wo ist unser anderer Schütze? So, das reicht aber auch dann. Gott sei Dank. Und es stehen einfach mitten im Wald Kisten rum, die ich natürlich freundlicherweise auch annehme. So. Da sind nochmal Kisten.
Also zu wenig Loot ist definitiv nicht im Spiel. So. Danke, Marcy, fürs Folgen. Fischerdorf an der Küste von Propontis. Trotz seiner geringen Größe gibt es in so einem Dorf viele Orte, an denen man sich verstecken kann, Legate. Wir sollten die Leute hier nach Cassius ausfragen. Irgendjemand hier wird wissen, wo er sich versteckt. Sie werden wohl kaum mit einer Gruppe von römischen Legionari reden. Es gibt viele Wege, jemanden zum Reden zu bringen. Sie sind vielleicht nicht so leicht zu überzeugen, aber jeder nimmt römische Münzen. Richtig. Schickt Römer wieder nach Hause. Aber lasst euer Geld hier.